Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute im Namen des AfD-Kreisverbandes Heilbronn hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich selbst habe heute eine Wette verloren. Ja, ich selbst habe heute eine Wette verloren, weil ich habe nämlich zu meinem Kreisvorstandskollege gesagt, die Halle mit 1400 Leuten wird niemals voll. Aber wie man sieht, sind alle Plätze so gut wie belegt. Ja, für die, die mich jetzt noch nicht kennen, mein Name ist Dennis Klegger. Ich bin Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Ebingen und auch der Betreuungsabgeordnete hier für den Wahlkreis Heilbronn und zusammen mit meiner Kollegin Carola Wolle, der Kreisvorsitzende des AfD-Kreisverbandes Heilbronn. Ja, die Durchführung der heutigen Veranstaltung war leider keine Selbstverständlichkeit, sondern man hat uns viele Hürden in den Weg gelegt. Auch in der Nacht zum Freitag versuchten Linksextremisten noch, die Hallentüren zu verkleben und Buttersäure in der Halle zu verstreuen, somit unsere Veranstaltung zu verhindern. Wir danken daher der Polizei und auch der Feuerwehr, die die Durchführung der Veranstaltung trotzdem ermöglicht haben. Und auch für die Polizei hier heute nochmal unseren persönlichen Dank, dass sie hier für ihren Dienst Schutz für uns leisten und sicherstellen, dass wir hier alle, sage ich mal, sicher wieder rauskommen. Und das ist leider heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr bei solchen Veranstaltungen. Aber eins möchte ich auch noch betonen, die Gefahr geht von denen vor der Halle aus und nicht von denen, die sich hier in der Halle befinden. Ja, entsprechend der heutigen Sicherheitslage waren die Anforderungen von seitens der Stadt, Polizei und des Bundeskriminalamts jedoch sehr hoch und damit auch für uns als Kreisverband sehr teuer. Wir wären Ihnen daher dankbar, wenn Sie uns mit einer kleinen Spende unterstützen könnten, die Sie gerne überweisen können. Die Kontodaten finden Sie auf unserer Internetseite oder auch bei den Ausgängen steht eine Spendenbox bereit. Darüber würden wir uns sehr freuen. Dankeschön. Jetzt begrüße ich aber erstmal natürlich die Redner des heutigen Abends. Zum einen unsere Bundesvorsitzende, Frau Dr. Alice Weidel. Aus dem Europaparlament, Herr Maximilian Grah. Aus dem Bundestag, Herr Stefan Brandner. Und unseren Bundesvorsitzenden, Herrn Tino Chrupalla. Ebenso darf ich als Ehrengast unseren Fraktionsvorsitzenden des Landtags von Baden-Württemberg, Herr Anton Baron, begrüßen. Und vom Bundestag als Ehrengast ist heute noch Herr Dr. Malte Kaufmann. Auch zahlreiche Pressevertreter haben sich hier heute angemeldet. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Applaus
Ja, wie man hier heute sehen kann, dies zeigt, wie groß das Interesse an unserer Partei ist, die in den Umfragen trotz zahlreicher Schmutz- und Lügenkampagnen derzeit stabil zweitstärkste Kraft und vor allen Ampelparteien steht. Dies ist ein klares Signal, wie unzufrieden die Wähler mit dieser Ampelregierung sind. Deshalb fordern auch inzwischen nicht nur die Bauern, sondern immer mehr Bürgerinnen und Bürger aus allen Berufsgruppen, die Ampel muss weg. Auch in den Mitgliederzahlen spüren wir eine nie zuvor dagewesene große Zustimmung unserer Partei und kommen mit den Aufnahmegesprächen kaum noch hinterher. Falls Sie also noch kein Mitglied sind, aber es werden möchte, draußen liegen Anträge, nehmen Sie heute diese mit nach Hause und füllen Sie die aus. Danke. Da aber nicht nur Europawahlen anstehen, sondern auch Kommunalwahlen dieses Jahr anstehen, übergebe ich nun das Wort an den Fraktionsvorsitzenden des Heilbronner AfD-Gemeinderatsfraktion, Dr. Raphael Benner, der sich als Hauptorganisator bei uns im Vorstand seit mehreren Wochen mit darum gekümmert hat, dass die Veranstaltung in diesem Rahmen hier auch so stattfinden kann. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Erscheinen. Neben meiner Funktion als Fraktionsvorsitzender im Heilbronner Gemeinderat übe ich heute das Hausrecht aus. Das heißt, wenn Sie sich irgendwo beschweren wollen, dann machen Sie es bei mir. Ich bin natürlich auch für Lob empfänglich, aber das ist ja hierzulande eher seltener. Und ich werde meinen Redebeitrag auch gestoppt, knapp 5 Minuten, kurz halten, weil ich mir nämlich sicher bin, dass Sie nicht meinetwegen gekommen sind, sondern wegen anderer Leute, die hier schon vorgestellt wurden. Daher möchte ich die wichtigsten Punkte unseres Kommunalwahlprogramms für die kommende Wahl vorstellen. Erstens, wir setzen uns für solide Finanzen in Heilbronn ein. Geld ist zwar nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Die Ausgangslage in Heilbronn ist gut. Im Kernhaushalt hat Heilbronn so gut wie keine Schulden. Sie summieren sich auf ungefähr 11 Euro pro Einwohner. Das kann ja jeder aus der Briefmarken-Portokasse bezahlen. Doch geht es nach unserem Oberbürgermeister Mergel, dann werden es Ende 2027 bereits 930 Euro pro Einwohner Schulden sein. Ein Großteil dieser Schulden soll in die Infrastruktur und die energetische Sanierung von öffentlichen und städtischen Gebäuden investiert werden. So will es der Klimaschutz-Masterplan Heilbronn. Wir werden nur sinnvollen Projekten zustimmen und haben ein waches Auge auf die Finanzen. Zweitens, Heilbronn bewirbt sich um den prestigeträchtigen Green Capital Award der EU. Dies wurde am vergangenen Donnerstag bei nur 7 Gegenstimmen, und Sie können sich auch ausmalen, wer das war, beschlossen. Wir befürchten, dass die ohnehin knappen Ressourcen in diese Bewerbung gehen und notwendige Projekte links liegen gelassen werden. Das war der Grund, warum wir dagegen gestimmt haben. Drittens, wir haben uns von Anfang an gegen den geplanten Windpark Stöckach in Kirchhausen eingesetzt. Hier will die Stadt über eine Kooperation mit der CEAG 5 Windräder betreiben, sozusagen als in Eigenregie. Wir haben leider vergeblich gegen die Verspargelung unserer Landschaft und den Einstieg in ein Dauersubventionsmodell gekämpft. Eine einfache Rechnung belegt das. Die Gestehungskosten einer Kilowattstunde erzeugten Windstroms beträgt bei einer Betriebsdauer von 20 Jahren etwa 8 Cent.
Die Vergütung des Stroms an der Leipziger Strombörse jedoch zwischen 1 und 3 Cent. Damit sich Windräder für Investoren lohnen, muss die Differenz über das Erneuerbare Energiengesetz subventioniert werden. Und ich brauche Ihnen ja nicht zu erzählen, wer das bezahlt. Viertens, über den Sportentwicklungsplan kam heraus, dass in Heilbronn ein Hallenbad fehlt, das den Schwimmunterricht in Schulen ermöglichen wird. 3 von 5 Fünftklässler können heute nicht richtig schwimmen. Daher setzen wir uns dafür ein, dieses Hallenbad so schnell wie möglich zu bauen. Auch die Grünen haben dies erkannt. Auch die Grünen haben dies erkannt und sogar dazu einen Antrag gestellt. Gut so, denn wenn wir den Antrag gestellt hätten, wäre er garantiert abgelehnt worden. Hieran erkennen Sie aber auch, dass es von unserer Seite keine sogenannte Brandmauer gibt. Wir stimmen sinnvollen Projekten zu, egal von welcher politischen Seite sie stammen. Wir sind auch gegen Gendern und für die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge, die keine Bargeldabhebungen oder Überweisungen ins Ausland erlaubt. Kurzum, der Kommunalwahlkampf ist eröffnet. Wir bitten um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 9. Juni. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, nun begrüße ich auch noch einen besonderen Ehrengast, und zwar unseren neu gewählten und mit einem sehr tollen Ergebnis erst wiedergewählten Landesvorsitzenden Markus Frohnmeier, der hier für den Landesvorstand noch ein kurzes Grußwort halten wird. Wow, was für ein Abend! So viele Leute, macht mal ein bisschen Lärm, zeigt mal, dass wir hier sind. Wisst ihr, die letzten Tage können wir in Medien lesen, dass es bei der AfD angeblich nicht mehr ganz so läuft, aber wenn ich hier heute Abend sehe, wie viele Leute für unsere Bundesvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden, die Kollegen aus dem Europaparlament hierher gekommen sind und an der Stelle auch vielen Dank an die Kollegen in Heilbronn, da muss ich sagen, ich bin mir sicher, das wird heute eine ganz großartige Veranstaltung. Zeigen wir den Leuten, dass Politik anders geht. Zeigen wir den Leuten, dass wir bereit sind, als AfD Verantwortung zu übernehmen. Europa. Als ich 2013 in die AfD eingetreten bin, war das ein Riesenthema. Vielleicht auch der Gründungskonflikt dieser Partei. Es ging damals um die No-Bail-Out-Klausel, um die europäischen Verträge. Es ging um die Frage, ob wir die Schulden anderer Mitgliedstaaten bezahlen sollen. Und liebe Freunde, seitdem hat sich in der Europäischen Union nicht viel geändert. Ich würde sagen, dass sich die Dinge eher als noch komplizierter herausgestellt haben, um es vielleicht diplomatisch an dieser Stelle zu sagen. Und ich muss euch sagen, wenn man an Europa denkt, dann verknüpft man die Europäische Union mit Bürokratie. Und wir haben immer wieder diese Erfahrungen mit der Bürokratie. Wir haben sie sogar im Deutschen Bundestag. Und lasst mich an der Stelle ganz kurz erzählen, was uns neulich passiert ist. Mein Büro musste umziehen und wir wollten eine Kleiderstange in ein Regal machen lassen. Dafür sollten wir dann bei der Verwaltung einen Antrag stellen. Und nachdem die Regalböden aus dem Schrank gemacht worden sind und die Kleiderstange angebracht wurde, hat man die halt
bei uns auf dem Büroboden abgelegt. Und ich kam dann aus dem Ausschuss zurück und habe meinen Büroleiter gefragt, Mensch, warum liegen denn da überall noch diese Regalböden rum? Und dann sagt er zu mir, und wir machen uns nochmal klar, wer jetzt in dieser Regierung ist, auch die FDP, die immer die Bürokratie abschaffen wollte, dann sagt der Kollege zu mir, Markus, da müssen wir einen Antrag stellen, dass die Regalböden weggebracht werden. Das ist die Bürokratie in Deutschland 2024. Ich sag, es wird Zeit, dass sich da eine ganze Menge ändert. Es wird Zeit, dass die AfD endlich in Verantwortung kommt, liebe Freunde. Und ich will so langsam zum Schluss kommen. Liebe Freunde, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was die Altparteien, was die anderen unter Europa verstehen. Wir differenzieren als AfD zwischen Europäischer Union und Europa. Und ich versuche das immer so zu erklären, dass es auch Frau Lang verstehen kann, dass es auch Frau Baerbock verstehen kann. Ich sage immer, die Europäische Union ist nicht Europa. Europa ist ein Fruchtsalat mit Bananen, Trauben, Apfelstückchen und alles, was eben so in einen guten Fruchtsalat gehört. Aber was die machen wollen, aus diesem Fruchtsalat, aus Europa, die wollen einen Smoothie daraus machen. Und das ist die Europäische Union, so dass niemand mehr am Ende erkennen kann, was eigentlich die Nationalstaaten voneinander unterscheidet. Und es gibt nur eine Partei im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag, in den Landtagen. Das ist die AfD, die dafür eintritt, dass wir auch weiterhin eine Unterschiedlichkeit in unserem Europa wahrnehmen und erkennen können. Nicht, weil wir gegen Europa sind, ganz im Gegenteil. Wir schätzen die Andersartigkeit innerhalb Europas sehr. Wir sind die echten Freunde der Kultur in Europa, der Länder in Europa und auch ihrer Eigenständigkeit. Und ich glaube, da können wir stolz darauf sein. Letzter Satz. Wir werden manchmal gefragt, was unterscheidet euch eigentlich von den Politikern der anderen Parteien? Wie können wir da sicher gehen? Und die, die es beim Programm noch nicht verstehen, denen sage ich immer, Mensch, schaut doch mal unsere Vertreter an, im Deutschen Bundestag, im Europaparlament und so weiter. Das sind alles Leute, die Familien haben. Das sind Leute, wenn die abends heimkommen, wie bei mir auch, wenn ich am Abend heimkomme, dann kommt da meine 2-jährige Tochter, dann kommt da mein 6-jähriger Sohn und die freuen sich, den Papa zu sehen. Und ich weiß dann jeden Abend, warum ich Politik mache. Ich weiß, warum ich mich in der AfD und für die AfD engagiere. Und vor allem weiß ich eines, meine Aufgabe und die Aufgabe der Kollegen ist nicht, in Legislaturperioden zu denken. Unsere Aufgabe ist, in Generationen zu denken. Und das unterscheidet uns ganz wesentlich von den anderen. Ich wünsche euch allen und ich wünsche uns heute Abend einen großartigen Abend. Feiern wir, sorgen wir dafür, dass Baden-Württemberg, dass Deutschland endlich das bekommt, was unsere Heimat verdient, eine AfD-Regierung. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Carola Wolle, ich bin seit 2013 in der AfD und ich bin seit 2016 Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg. Ebenso bin ich, wie Dennis bereits gesagt hat, Kreisvorsitzende unseres Kreisverbandes. Ich freue mich heute ganz besonders, unsere Alice hier in Heilbronn begrüßen zu dürfen.
Sie ist das zweite Mal in Heilbronn und wir mussten das letzte Mal Leute abweisen und wir freuen uns, dass wir das heute nicht mussten, da wir den großen Saal bekommen haben. Herzlichen Dank. Liebe Alice, du bist das Gesicht unserer AfD. Dabei steht dir natürlich Tino in nichts nach. Bei unseren Aufnahmegesprächen ist der Hauptgrund, einer der Hauptgründe, dass sie zu uns kommen. Alice bringt die Probleme auf den Punkt, das ist eine klasse Politikerin, eine tolle Frau. Es sind bestimmt auch ganz viele neue Mitglieder heute da, die dich heute hier erleben möchten. Aber ich möchte ein Hochzeitspaar einladen, euch beiden, Tino und dir, eine Einladung auszusprechen. Ihr könnt gerade aufstehen. Mikro? Der Markus hat es mit. Ich hoffe, sie ist an, ja. Reden fällt mir gerade ziemlich schwer. Also Malte Kaufmann ist bei uns Trauzeuge, Martin Hess hat zugesagt, Markus Frohnmeier muss ich warten auf nächste Woche, habe ich gestern gerade gesehen, er lacht schon. Er muss noch abklären mit dem Terminkalender, Rainer Balzer hat zugesagt und Marc Bernhard hat auch schon zugesagt. Also ich wollte es eigentlich nicht an die große Glocke hängen, also wir heiraten. Wir heiraten am 12. Juli, 13 Uhr in Sandhausen. Danach geht es nach Eppelheim zum Goldenen Löwen. Wir haben im Moment für 50 Leute reserviert. Es gehen noch, der Saal ist groß genug, es gehen 150 rein. Und somit wäre es die Frage an euch beide, was ich natürlich mir jetzt echt nicht gerade leicht fällt, ohne dass ich Augenwasser bekomme. Würdet ihr uns die Ehre erweisen, auf unsere Hochzeit zu kommen? Das war sehr mutig übrigens. Applaus dafür. Wahnsinn! Lieber Markus, was beweist uns das? Wir denken nicht nur in Generationen. Wir sind eine Familie. Liebe Alice, ich übergebe dir das Wort und bin ganz gespannt, was du heute uns zu sagen hast. Bestimmt ganz viel. Carola, das kann ich mitnehmen, der steigt. Nimmst du ein neues? Vielen herzlichen Dank, liebe Carola, für die
salbenden Worte. Vielen herzlichen Dank vor allen Dingen erstmal an den Kreisverband Heilbronn, der das hier auf die Beine gestellt hat. Vielen lieben Dank, lieber Dennis. Dankeschön, Carola, für die Einladung. Ich kann Ihnen sagen, Carola Wolle hat sich schon extrem lang darum gekümmert. Du hattest mich letztes Jahr im August bereits für diese Veranstaltung eingeladen. So viel Mühe hat sich dieser KV gemacht. Vielen herzlichen Dank an den Kreisverband Heilbronn. Ich möchte mich auch herzlich bei den neu gewählten Landesvorsitzenden Markus Frohnmeier und Emil Senze bedanken. Lieber Markus, schön, dass du heute hier bist. Und ich weiß nicht, ist der Emil auch da? Ich kann ihn jetzt nicht sehen, aber auch nochmal vielen herzlichen Dank an Emil Senze. Ihr macht wirklich eine ganz tolle Arbeit hier in diesem Landesverband Baden-Württemberg. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an den neu gewählten Landesvorstand. Ich sehe gerade hier Diana Zimmer aus Pforzheim, die hier anwesend ist. Ein anderes Landesvorstandsmitglied kann ich hier gerade, Rainer Podeswa, hier, da ist er. Schön, dass ihr da seid. Und Herr Kögel, so jetzt sehe ich Sie auch. Herr Kögel ist auch im Landesvorstand. Neu gewähltes Mitglied, toll. Na, so bei 1400 Leuten, na, da kann man nicht immer alles überblicken, nicht wahr? Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei meinen lieben Bundesvorstandskollegen. Mein Dank geht an Stefan Brandner, der den Weg aus dem weiten Thüringen hingefunden hat, und an Maximilian Krah. Und an Maximilian Krah, unseren Spitzenkandidaten für die Europawahl. Herzlich willkommen. Und natürlich auch herzlich willkommen an meinen liebsten Co-Vorsitzenden, den Tino Chrupalla. Und wenn ich das so sage, wenn ich Liebster sage, liebster Co-Vorsitzender, dann möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass es mir absolut ernst ist, wirklich so einen tollen Kollegen an meiner Seite zu haben. Das möchte ich hier mal ganz ausdrücklich sagen. Dankeschön, lieber Tino. Aber wir haben ganz grundlegende Probleme in Deutschland. Und die haben wir nicht erst seit heute, die haben wir seit 2015. Seitdem wir schaffen das und der Alternativlosigkeit, die uns hier weisgemacht werden soll. Aber immer weniger Menschen glauben dem. Wir fühlen uns oder wir sind einem unglaublichen Vertrauensverlust konfrontiert. So einen Vertrauensverlust hatten wir noch nie. Ich habe hier mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ende des letzten Jahres gab es eine Umfrage, dass 3/4 der Deutschen keinerlei Vertrauen in Politik, Medien, Kirchen und Gewerkschaften haben, also in die tragenden Säulen unseres Staates. Und wer gehört noch zu den tragenden Säulen unseres Staates? Und das ist noch viel schlimmer, wenn 3/4 der Deutschen kein Vertrauen in diese haben, ist in die Polizei und in die Gerichtsbarkeit. Liebe Freunde, diese Zahlen sind dramatisch. Das haben wir so noch nie gehabt. Es geht weiter. Laut INSA hatten 69% Angst um die Zukunft dieses Landes. Das sind mehr als 2/3. 73% halten die Massenzuwanderung für ein wahlentscheidendes Thema. Woran das wohl liegen mag? Forsa. Nur 8% der deutschen Bevölkerung sehen Deutschland
auf einem guten Weg. Nur 8%. 92% sehen das nicht so. Deutschland ist auf keinem guten Weg. Und diese dramatische Situation haben wir in der Nachkriegsgeschichte noch nie gehabt. Diesen allgegenwärtigen Vertrauensverlust in diesem Land. Wenn wir diese dramatischen Zahlen sehen, fragen wir uns, woran liegt das eigentlich? Ich habe mich auch gefragt, woran liegt das, dass die Menschen kein Vertrauen mehr haben in unsere Politiker, in die Institutionen unseres Landes und warum so viele schwarz sehen, vor allem junge Menschen, die Angst, es geht nicht hier um Sorge, die Angst um die Zukunft haben. Weil niemand mehr Verantwortung übernimmt für sein Tun. Die Politiker nehmen keine Verantwortung für ihr Tun. Und das ist das, was uns unterscheidet. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen sie übernehmen, weil wir nicht, wie Markus Frohnmeier das richtig sagt, in Wahlperioden denken, sondern in Generationen für unsere Kinder und Enkelkinder Politik machen. Wer übernimmt Verantwortung über die Corona-Impfung, über die Hauptwirkung oder vielmehr die Nebenwirkung der Corona-Impfung? Wer übernimmt Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung, dass ja 2021 alle Parteien haben Wahlkampf gemacht, gegen die Impfpflicht zu sein. Und urplötzlich, als der Wahltermin durch war, waren alle für die Impfpflicht. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung? Wo ist die Überarbeitung, die Wiederaufarbeitung für den Rechtsbruch in diesem Land? Für den Verfassungsbruch? Wer übernimmt die Verantwortung für die vielen Senioren und Menschen, die einsam und allein in ihren Pflegeheimen waren? Wer übernimmt die Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung für die vielen Impfgeschädigten, die im Rollstuhl sitzen, die gestorben sind? Wer tut das? Wo ist die Aufarbeitung, was an den Schulen passiert ist, an der verlorenen Generation, an den Kindern, die nicht mehr zur Schule gehen konnten und nicht mehr durften, die nicht mehr auf den Fußballplätzen sich treffen durften, die sich nicht mehr draußen treffen durften? Wo ist hier die Überarbeitung, die Aufarbeitung, die Verantwortungsübernahme dafür, dass man irgendwelche Kaffeekränzchen von Omas aufgelöst hat, dass der eine Nachbar den anderen verpfiffen hat? Das ist eine Kultur, liebe Freunde, die hier raufgezüchtet wurde, die wir aus längst vergangenen dunklen Zeiten kennen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Deutschen klüger sind nach zwei Diktatoren. Eine Kultur des Denunziantentums. Eine Kultur des Denunziantentums und des Verpfeifens von anderen Menschen, der Freiheitseinschränkung. Und genau das gibt es ja heute. FESAS, Gesetz der Demokratieförderung, da geht es ja auch um nichts anderes, dass man verpfiffen wird, dass man auf Verdacht freigestellt wird als Beamter. Damit, was dort in den Corona-Zeiten aufgemacht wurde, das wird ja jetzt fortgeführt. An die Herrschaft des Rechts ist die Herrschaft des Verdachts getreten. Und damit ist Tür und Tor geöffnet für alles, was wir uns vorstellen können und was wir gedacht haben, was wir längst hinter uns gelassen haben.
Und darum, liebe Freunde, bewegen wir uns schon lange nicht mehr in dem Spektrum zwischen links und rechts. Wir bewegen uns in dem Spektrum zwischen Freiheit und Totalitarismus, um es ganz klar zu sagen. Wo ist die Verantwortungsübernahme zur ungebremsten, ungesteuerten Migration? Wo ist die Aufarbeitung? Seit 2015 stehen unsere Grenzen jedem offen. Wo ist die Verantwortungsübernahme für die erodierende innere Sicherheit unserer Politik? Wo ist die? Es wurde jetzt zum ersten Mal die Ausländerkriminalität zum Thema gemacht. Wie viele Jahre ist das jetzt her, der Grenzöffnung? 9 Jahre. Nach 9 Jahren lesen wir das erste Mal, dass wir es hier mit einer Ausländerkriminalität zu tun haben. Ach was? Tatsächlich? Da frage ich mich auch, wer übernimmt hier eigentlich die Verantwortung? Aber ich werde dazu nachher noch was sagen, wer dafür die Verantwortung übernimmt. Eins nach dem anderen. Wer übernimmt die Verantwortung für die Bildungsmisere? Wenn wir uns die PISA-Werte für unser Land angucken. Wir waren einst ein stolzes Land, ein Land der Tugenden, der Ordnung und der Disziplin. Made in Germany, das war etwas. Wenn ein Produkt aus Deutschland kam, das war etwas. Es war ein gutes Produkt. Es war ein technologisch hochwertiges Produkt. Unsere Ingenieure, unsere Geisteswissenschaftler und all diejenigen, die gearbeitet haben, die zählten etwas, weil sie sehr gut ausgebildet waren. Deutschland war ein Spitzenreiter in den Patentanmeldungen weltweit. Ja, wo sind wir denn heute? Wir sind im Nirgendwo gelandet. Und genau das widerspiegelt die PISA-Studie. Wir sind Schlusslicht von den Industriestaaten. Top-Staaten sind Südkorea und Singapur und auch Staaten, die extrem viel Wert auf Ausbildung legen. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung, dass unseren Kindern die Bildung vorenthalten wird und sie stattdessen mit Ideologie und Gender und Drag Queens zugemüllt werden und zu Idioten gemacht werden? Zu Idioten! Unsere Kinder lernen nichts mehr in den Schulen. Das ist es doch. Ihnen wird, den Kindern und den Jugendlichen, wird der Bildungsweg vorenthalten. Darum geht es doch. Wer übernimmt da die Verantwortung? Energiepolitik. Horrende Energiepreise, die unsere Unternehmen aus dem Wettbewerb genommen haben. Die Unternehmen, die groß genug sind, die verlagern ins Ausland und die Mittelständler, die gehen pleite. Wer sich nicht retten kann, der muss Insolvenz anmelden. Aber wenn man aufgehört hat zu produzieren, dann ist man noch lange nicht insolvent. Das muss man sich merken. Ein Wald, der keine Bäume hat, ist auch immer noch ein Wald. Der hat nur keine Bäume mehr. Das ist so die Logik dieser Leute. Aber wir haben nicht nur ein Verantwortungsproblem. Wir haben auch in der Regierungsbank ein Bildungssystem. Ein Bildungsproblem. Ausfluss aus unserem Bildungssystem. Warum? In der Regierungsbank sind so Leute versammelt wie eine Annalena Baerbock oder wie so ein Habeck. Und Leute gehen in die Politik, so Studienabbrecher, Leute, die keine Berufsausbildung haben, die werden entweder Politiker oder Journalist heutzutage. Und da ist das Problem. Es ist das Problem der Nicht-Verantwortungsübernahme. Jeder Unternehmer, jeder Kleinbetrieb weiß,
Er muss Gewinn machen. Er muss Geld verdienen. Er hat Verantwortung für seinen Betrieb. Er hat Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und dementsprechend stellt er ein Produkt her, was nachgefragt wird. Da ist Wertschöpfung. Und das, was hier in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile herangezüchtet wird, ist ein gesamtes Staatswesen, was keine Wertschöpfung betreibt, keine Leistungswirtschaft ist, sondern nur Wertschöpfung aus dem System herauszieht. Und darum haben wir einen Negativwettbewerb, so nennt man das, einen sogenannten Negativwettbewerb, um Position. Und das heißt, wir haben das Peter-Prinzip. Und das heißt wiederum, dass wir nur die Dümmsten da oben sitzen haben, um es mal ganz klar zu sagen. Und weil das alles so ist und die Menschen das merken, dafür sprechen die Zahlen der Demoskopie, hat sich der Staat gedacht, ich mache jetzt mal einen Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit und auf die Demokratie. Potsdam. Wissen wir eigentlich noch, was vor Potsdam war? Der Habeck konnte nicht von der Fähre gehen. Er hat Fährenflucht begangen. Anstatt sich da mit den Leuten auseinanderzusetzen und von seiner verdammten Fähre runter zu eiern, aber die Eier hat er nicht gehabt, um es mal ganz klar zu sagen. Denn es wäre seine verdammte Pflicht gewesen, als Wirtschafts- und Energieminister von dieser Fähre runterzugehen und sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und zu unterhalten, wo ihre Probleme liegen, wo ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Das ist sein Job. Darum geht es. Da kann man nicht einfach abhauen. Dann die großen Bauernproteste. Brandenburger Tor, alles war zu. Mittelständler, Unternehmer waren da. Wer war nicht da? Die Regierungsbank war da. Ich kann Ihnen aber sagen, wer da war. Die AfD war da. Ich war da. Ich habe mir das angehört. Weil da die Umfragewerte der AfD immer weiter gestiegen sind und die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung im Gleichlauf auch, hat man da irgendwie so eine Ente aus dem Hut gezaubert. Warum ich das anspreche, ist Folgendes. Wie solche Kampagnen funktionieren. Mit einer Hilfsstasi wie Korrektiv. Dieses Portal ist steuerfinanziert. Und dann wird eine Kampagne vom Zaun gebrochen, dann wird irgendwie etwas wie Deportation aus dem Hut gezaubert, was alles erstunken und erlogen ist. Was alles gelogen ist. Und man fährt das gegen die Opposition auf, gegen die AfD. Eigentlich ist das Demonstrationsrecht verortet, um den Menschen eine Stimme zu geben, um eine Regierung zu kritisieren, Regierungspolitik zu kritisieren. Hier wurde es aber genau umgedreht. Hier wurde das Demonstrationsrecht pervertiert von der Regierungselite zusammen mit den Medien, um gegen die Opposition vorzugehen. Da frage ich mich, wo leben wir eigentlich? Also Omas gegen rechts ist noch in Ordnung, aber das, was da gemacht wurde und auch niemals aufgeklärt wurde, da gibt es ein Gerichtsverfahren. Und Korrektiv hat verloren. Haben wir davon irgendwas in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen? Es wurde nie aufgeklärt. Und das sind Mechanismen, mit denen Systeme arbeiten, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, die der Kollege von Frau Faeser, der Parteifreund, der frühere Kultus- und Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Brotkorb, der das
der gesagt hat, damals nannte man das staatsfeindliche Hetze. Kommt uns das bekannt vor? Hass und Hetze? Jeder Andersdenkende in diesem Land wird urplötzlich, wir haben das bei Corona gesehen, als Covidiot bezeichnet, in die rechte Ecke gestellt. Die Bauernproteste sollten plötzlich von Rechtsextremen unterwandert sein und so fort. Wird der Bürger unbequem, dann bezeichne ihn als rechtsextrem. Das scheint hier das Motto zu sein. Aber der Bürger wird unbequem und das zu Recht. Und ich könnte jetzt damit fortfahren, aber ich möchte es für heute Abend erstmal an dem Punkt bewenden lassen. Ich stehe gleich gerne noch für Gespräche ganz zum Schluss zur Verfügung, denn wir haben so viele hervorragende Redner hier und ich möchte jetzt nicht länger die Redezeit hier beanspruchen. Ich bedanke mich herzlich. Wir schauen nach vorne, denn nur die Alternative für Deutschland ist eine echte Regierungsalternative. Geben Sie uns unsere Stimmen bei den Kommunalwahlen, bei der Europawahl. Meine Damen und Herren, Alice hat es bereits angekündigt, unser Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, den dürfen wir heute hier auch in Heilbronn begrüßen. Seit Maximilian ein Buch veröffentlicht hat, Politik von rechts, ein Manifest, ist er bekannt und ist in aller Munde. Er wird dort als einer der streitbarsten und visionärsten Politiker der deutschen und der europäischen Rechten beschrieben. Das Vorwort von Herrn Dr. Gauland, Alexander Gauland, beinhaltet folgende Aussage, dass du nämlich wie Sarah Wagenknecht der Meinung bist, der Feind unseres guten Lebens ist der woke Linksliberalismus. Lieber Maximilian, ich bin gespannt auf deine Ausführungen, insbesondere zu EU und zu Europa. Danke. Danke dir. Danke, liebe Carola. Danke, liebe Gäste. Wenn ich in dieses Publikum sehe, dann weiß ich, wovor die Regierung Angst hat. Und liebe Freunde, dass sie Angst hat, das sehen wir an solchen Fällen wie in Ribnitz-Damgarten, wo ein 16-jähriges Mädchen zum Schuldirektor mit drei Uniformierten geführt wird, damit man ihr sagt, sie solle keine strafrechtlich völlig unerheblichen Videos mehr posten. Wer so etwas tut, hat Angst. Und sie haben zu Recht Angst, denn sie ruinieren unser Land und es ist an der Zeit, dass wir ihnen die Macht wegnehmen und sie uns zurückholen, damit es wieder besser wird. Sie machen eine Politik, der man vor allen Dingen eins anmerkt, dass sie euch nicht mag, dass sie keine Rücksicht nehmt auf das Leben, das ihr lebt, auf die Orte, in denen ihr lebt. Wir sind hier in Heilbronn, einem der reichsten Städte Deutschlands. Heilbronn hat im Zweiten Weltkrieg, ähnlich wie meiner Heimatstadt Dresden, schwer gelitten. Aber ihr hattet das Glück, auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs zu leben und habt es schnell aufgebaut.
Vielleicht nicht sehr schön, aber zumindest sehr schnell. Und wirtschaftlich sehr erfolgreich. 54.000 Euro Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung, das ist noch über Baden-Württemberg. Das ist eine Leistung, die euren Fleiß, eure Kreativität und auch die derjenigen, die das wieder aufgebaut haben, wunderbar widerspiegelt. Und wenn man als Sachse an Heilbronn, dann fährt man oft vorbei, dann sieht man von Weitem das Kraftwerk Heilbronn und man sieht diese Kraft, diese Energie, die hier erzeugt wird und die dann umgesetzt wird in Industrie, in Produktion. Und sie spiegelt sich wieder im kleinen Wohlstand der vielen Menschen, die es schaffen und die mit diesem Wohlstand ihre Freiheit und ihr persönliches Glück schaffen können. Das ist das deutsche Versprechen. Du arbeitest, du behältst etwas, du baust etwas auf und du kannst davon leben und etwas aufbauen. Und jetzt kommen diese Leute, die CDU ist kein Deut besser, lasst euch nicht einlullen. Die Grünen, die Liberalen und die SPD. Und sie nehmen es euch weg, weil sie euch nicht mögen. Sie wollen euch nicht. Sie wollen irgendwas anderes haben. Sie wollen nicht die ehrlichen Leute von Heilbronn mit ihren ganz konkreten Sorgen und ihren Sehnsüchten. Sie wollen irgendwas, das bunt und vielfältig ist und sie wollen irgendwie das Wetter in 100 Jahren regeln und sie glauben, dass sie es können. Und ihr zählt nicht. Und es gibt deshalb jetzt die AfD, weil es eine Partei in diesem Land braucht, die sagt, doch, ihr zählt. Es geht um euch und wir sorgen dafür, dass die Politik sich wieder daran ausrichtet, und nicht an irgendwelchen Hirngespinsten von der Weltdurchschnittstemperatur in 100 Jahren. Und deshalb übernehmen wir ganz ungeniert einen Satz eines großen Sozialdemokraten, auch noch Österreichers, Bruno Kreisky, der gesagt hat, das Erste in der Politik ist, man muss die Leute einfach mögen. Wenn man die Leute mag, kann man immer noch Fehler machen und schlechte Politik, aber wer euch nicht mag, wird immer eine Politik machen, die euren Interessen zuwiderläuft. Und genau das erleben wir jetzt. Und aus dem Grund wollen wir eine Politik machen, die dafür sorgt, dass der deutsche Traum, das deutsche Versprechen, dass ihr mit eurer Arbeit, dass ihr Arbeit findet und mit dieser Arbeit was aufbaut, dass ihr so viel Wohlstand akkumulieren könnt, dass ihr euch vielleicht eine Eigentumswohnung oder ein kleines Haus leisten könnt und dass ihr die materielle Grundlage für euer ganz individuelles Glück schaffen könnt, in einer Stadt, die zusammensteht und das gemeinsam schafft, dass das wieder wahr wird. Und es kann wieder wahr werden, denn dass es uns heute verloren geht, das ist nicht ein Naturphänomen, liebe Freunde. Das ist schlechte Politik. Lasst uns die Politik ändern. Nun haben diese Leute sich etwas ersonnen, damit ihre schlechte Politik schwer geändert wird. Sie haben die wichtigsten Fragen der Demokratie in Deutschland entzogen und sie haben die Macht von Berlin nach Brüssel verlagert. Die beiden großen Fragen, die uns unmittelbar zurzeit bedrohen und die wir ändern müssen, die Einwanderung und die Deindustrialisierung, sie liegen leider nicht mehr in Berlin, im Deutschen Bundestag, sondern die Regierung hat sie an sich gerissen und über den Europäischen Rat nach Brüssel gezogen. Und deshalb werbe ich so dafür, den Blick tatsächlich auf diese EU zu richten, die wir ja zu Recht nicht mögen. Aber nur weil wir die Hände vor die Augen legen und sie nicht mehr sehen, verschwindet sie ja leider nicht, sondern wir müssen schauen, was schiefläuft und ganz bewusst dahin gehen, wo es uns nicht gefällt. Und dort den Sand ins Getriebe streuen, dafür sorgen, dass es besser wird und vor allen Dingen, dass diese Kompetenzen endlich wieder dahin zurückgehören, wo sie hingehören, in den Deutschen Bundestag und in den Landtag von Baden-Württemberg zu Tino und Alice und eben nicht zu mir ins Europäische Parlament, wo so wenig wie möglich entschieden werden sollte, denn es wird oft falsch entschieden. Und diese Fragen, sie sind entscheidend.
Denn das gesamte Asylrecht, das mittlerweile zu einem Ersatzeinwanderungsrecht gekommen ist, es liegt leider in der Hand der Europäischen Union. Wir alle zitieren gerne den Artikel 16a des Grundgesetzes, Absatz 2. Auf dieses Recht kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittland einberuft. Aber liebe Freunde, lest den Absatz 5. Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn es eine entgegenstehende europäische Regel gibt. Und die gibt es. Und die muss geändert werden. Und sie wird geändert nur mit einer starken AfD und nur mit einer starken Gruppe Identität und Demokratie. Denn nur dann haben wir eine Chance, dass die Grenzen geschlossen werden, dass dieses absolut ausgeuferte Asylrecht auf ein notwendiges Maß zurückgestampft wird und vor allen Dingen, dass über die Einwanderung wieder wir entscheiden und keine Politiker in Brüssel oder Richter in Luxemburg und Straßburg. Das zweite große Thema ist die Deindustrialisierung. Wie viele Blöcke des Kraftwerks Heidelberg arbeiten noch? Wie viele sind schon ganz abgeschaltet oder sind nur noch in Reserve? Und was hat das mit dem Energiepreis der Heidelberger Industrieunternehmen zu tun? Glaubt ihr wirklich, man kann mit den höchsten Stromkosten der Welt und mit den höchsten Lohnkosten der Welt eine erfolgreiche Exportnation sein? Nein, kann man nicht. Das erleben wir gerade. Aber wir müssen eine erfolgreiche Exportnation sein, denn wir wollen ja unseren Wohlstand erhalten. Und deshalb brauchen wir preiswerte, sichere, grundlastfähige Energie. Und wir brauchen mehr Netto vom Brutto, damit jeder von euch wieder so viel Geld in der Tasche hat, wie er braucht, um sich sein selbstbestimmtes Leben leisten zu können. Und auch das geht nur mit der AfD und es geht auch nur, wenn wir in Brüssel stark genug sind, um unsere Stimme erheben zu können. Denn der Green Deal, der da ausgedacht wurde, er ist es, der euer Kraftwerk schließt und damit euer Netto verringert. Er ist es, der dafür sorgt, dass sich die heutige junge Generation eben von ihrer Arbeit kein Wohneigentum mehr leisten kann und dass das Steuergeld herausgepulvert wird, für alle möglichen Firlefanz, kurzum für alles, was euch nichts nützt. Wir wollen euch aber nützen und deshalb brauchen wir eine andere Politik. Und deshalb geht es leider nicht ohne diese Europawahl und deshalb müssen wir dahin gehen, wo die falschen Entscheidungen getroffen werden. Denn wenn wir sie nicht korrigieren, können wir auf Bundesebene machen, was wir wollen. Am Ende wird man immer sagen, die EU hat es entschieden. Wir brauchen den Gleichklang von der Kommunalpolitik, die hier lokal das Schlimmste verhindert. Viel Erfolg deshalb euch für die Stadtratswahl und schön, dass es am selben Tag ist. Gut für die Wahlbeteiligung. Wir brauchen die Kollegen im Landtag von Baden-Württemberg, die großartige Arbeit leisten und die dafür sorgen, dass in der Umsetzung der falschen Politik zumindest gerettet wird, was zu retten ist und die Bürger willen, kanalisieren. Wir brauchen selbstverständlich eine starke Bundestagsfraktion und idealerweise die Regierungsbeteiligung 2025, damit man als Deutschland mit einer Stimme sich seine Souveränität zurückholt. Und wir kommen nicht umhin, wir müssen in die Höhle des Löwen und wir müssen in den Brüsseler Institutionen dafür sorgen, dass die Grenzen geschlossen, der Green Deal aufgegeben wird, dass das Verbrennerverbot entfällt, dass all dieser überbordende regulatorische Firlefanz verschwindet und der deutsche Traum, der hier in Heidelberg seine Gestalt gefunden hat, wieder lebbar wird. In Heilbronn seine Gestalt gefunden hat, wieder lebbar wird, liebe Freunde. Und deshalb, liebe Mitstreiter, ob aus Heilbronn oder Heidelberg. Macht bitte denen da draußen noch mehr Angst als jetzt. Seid noch lauter. Redet im Familienkreis. Bringt Freunde mit, bringt Verwandte mit. Niemand ist so glaubwürdig in seinem Umfeld wie ihr, als Menschen, die mitten im Leben stehen, sich mit Politik beschäftigen und mit ihrer Glaubwürdigkeit für unsere Sache einstehen. Wenn ihr heute hier seid, über 1000 Menschen, dann kann jeder von euch, ein, zwei, drei in seinem Umfeld
begeistern. Und ihr begeistert euer Umfeld für etwas Gutes. Ihr begeistert es dafür, dass es weitergeht, dass es hier in unserer Heimat liebens- und lebenswert ist. Lasst uns mit unserer Leidenschaft und mit unserem Patriotismus, mit unserer Sachkenntnis und mit unserem Glauben an ein gutes Deutschland unsere Mitmenschen anstecken. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, als nächsten Redner begrüße ich unseren Bundesvorsitzenden, Herrn Tino Chrupalla. Herr Chrupalla ist gelernter Maler und Lackierermeister und gehört dem Bundestag seit 2017 an. Dort ist er im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Besonders bemerkenswert ist, dass Tino es zweimal schaffte, das Direktmandat in seinem Wahlkreis Görlitz zu holen, zuletzt 2021 mit sehr starken 35,8%. Lieber Tino, du darfst dich vom Sofa erheben und herkommen. Danke, Dennis. Bitte. Ja, lieber Dennis, vielen Dank. Auch liebe Carola, ich bin wirklich begeistert hier im Kreisverband Heilbronn. Ich bin das erste Mal hier und ich hatte ja heute, ähnlich wie Maximilian Krah, eine weite Anreise aus Sachsen. Du kommst wahrscheinlich aus Brüssel. Dort sind wir ja solche Größenmengen an Zuschauern und an Gästen gewohnt. Aber ich muss wirklich sagen, bin auch deswegen begeistert, weil man hier sieht, von wegen, die AfD ist eine Ostpartei. Im Gegenteil, sie ist eine Volkspartei und auch in Baden-Württemberg. Und da wir hier in der Harmonie Heilbronn sind, möchte ich mit Harmonie auch beginnen. Ich möchte mich natürlich, wie ich es schon eingangs getan habe, beim Kreisverband bedanken, weil so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, was mittlerweile Bundesniveau hat für eine Veranstaltung, da muss ich wirklich den nicht vorhandenen Hut ziehen. Riesenkompliment, super. Und ich bitte wirklich alle Gäste am Ausgang heute, lasst 5 Euro da, damit dieser Kreisverband auch weiterhin solche Veranstaltungen durchführen kann und auch für die Kommunalwahl die Mittel hat, damit die AfD hier stark in Heilbronn in den Kommunalparlamenten vertreten ist. Darum würde ich euch alle bitten. Und ich möchte mich auch bedanken, lieber Markus, bei dir als Landesvorsitzender, ebenso als Co-Vorsitzender wie Emil Senze. Was erleben wir die letzten Jahre in der AfD? Dass Kontinuität sich auszahlt. Und ihr seid die ersten Landesvorsitzenden, die wieder angetreten und auch wieder gewählt wurden. Und das zeigt eigentlich auch, warum ein starker Landesverband wie Baden-Württemberg gewachsen ist. Daran hast du mit Emil Riesenanteil, ebenso der neu gewählte Vorstand. Herzlichen Glückwunsch, macht weiter so. Wir werden euch brauchen. Mit eurer Unterstützung werden wir auch Baden-Württemberg blau färben bei der nächsten Landtagswahl. Also, weiter so.
Und wenn ich von Kontinuität rede, rede ich natürlich auch vom Bundesvorstand, der seit 2 Jahren mittlerweile sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet und Harmonie, wie hier unten an diesem Schild steht, Harmonie Heilbronn, Harmonie gibt es auch im Bundesvorstand. Zumindest wenn wir streiten, dann tun wir das so, wie es gehört, hinter verschlossenen Türen. Und das ist eigentlich das, was uns auch als AfD in den Umfragen verdoppelt hat lassen, dass wir eben nicht mehr jeden Streit nach außen tragen, sondern das intern halten. Und da möchte ich mich natürlich recht herzlich bei meinen Bundesvorstandsmitgliedern, bei Maximilian und auch bei Stefan Brandner recht herzlich bedanken, weil sie haben immer dazu beigetragen, dass man diese Harmonie nach außen hin trägt und nach innen hart und vor allen Dingen offen diskutiert. Und dass wir diesen Erfolg haben, haben auch diese beiden mit zu verantworten. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei meiner liebsten Co-Vorsitzenden Alice Weidel. Ich muss wirklich sagen, wir kennen uns ja nun schon seit 2017 aus dem Bundestag, aber jetzt seit 2 Jahren auch sehr eng im Bundesvorstand, aber genauso im Fraktionsvorstand, wo wir eng zusammenarbeiten. Und mittlerweile ist es wirklich so, und das erlebt man ja selten, in der Politik vielleicht sogar am seltensten, im Privaten häufiger, dass man mittlerweile mit einem Blickwechsel weiß, was der andere denkt. Und das erlebe ich mit dir, Alice. Und das ist auch schön so, wenn Reporter uns Fragen stellen bei Hintergrundgesprächen oder bei Interviews, dann schauen wir uns kurz an und jeder weiß, was der andere denkt und weiß vor allen Dingen, was er auch sagen möchte. Und das ist ein Vertrauen, was sich aufgebaut hat und was wir aufgebaut haben, was wir sehr gerne, und ich denke, da spreche ich in deinem Namen, liebe Alice, auch die nächsten 2 Jahre fortsetzen wollen. Für die Partei, für unser Land. Denn gerade in diesem Jahr braucht es eine AfD, braucht es diese Kontinuität. Wir haben die Europawahl, wir haben die wichtigen Kommunalwahlen, auch hier in Baden-Württemberg. Und die Kommunalwahlen sind nicht bloß einfach so eine einfache Wahl. Ich kann das wirklich als Sachse nur mittlerweile deutlich sagen. Wir werden dieses Jahr, gerade im Osten, wir werden die Republik zum Atemstillstand bringen. Das kann ich euch versprechen. Und ich komme ja gerade aus Annweiler, aus Rheinland-Pfalz, wo man uns ähnliche Steine in den Weg gelegt hat, wie vielleicht hier, wo man uns die Halle noch 3-mal gekündigt hat, wo wir am Donnerstag erst das Okay bekommen haben vom Verwaltungsgericht, dort hineingehen zu können. Es hat alles nichts genutzt. Wir haben vor Gericht uns durchgesetzt, wir haben diese Veranstaltung heute hier wenige Kilometer in Annweiler auch fortgesetzt und durchführen können mit 450 Gästen, auch ein Riesenerfolg für uns. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, draußen standen natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, die ihre Demonstration durchgeführt haben. Und das sollen sie auch tun, das sollen sie auch tun, weil wer steht dort? Das ist die letzte Generation. Das ist die letzte Generation und die Omas gegen rechts. Und liebe Freunde, wir sind eine Partei, die Geduld hat. Wir warten es einfach ab. Auch das ist ein klares Signal. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Parteien, die auch aktuell, und das lesen Sie ja teilweise, uns von der politischen Bildfläche verschwinden lassen wollen, die uns verbieten lassen wollen, jeden Tag durch die Presse gejagt, bis man das als ganz normales Wording wahrnimmt. Das sind die Grünen, das ist die SPD und auch Teile der FDP. Jetzt nehme ich mal die Umfragewerte dieser Parteien, der Regierungsparteien, SPD, Grüne und der FDP, aktuell aus Sachsen. Und dann können Sie sich selbst überlegen, was diese Parteien betrifft. Die Grünen sind aktuell in Sachsen bei 5%. Die SPD... Die SPD ist bei 6%, die Kanzlerpartei. Und die FDP, Frau Strack-Zimmermann, die Partei, die niemand braucht, die FDP formiert mittlerweile unter Sonstiges mit 2%. Und deshalb sage ich Ihnen, wir werden niemals ein Verbot einer anderen Partei fordern oder verlangen. Wir warten einfach ab. Ganz einfach.
Ja, und was erleben wir aktuell im Bundestag? Wir haben unsere Vorredner gehört aus Brüssel, aus Berlin, was Alice erzählt hat. Ich möchte auf einige Punkte eingehen, auch was Alice Weidel in ihrer letzten Rede im Bundestag so schön hervorgebracht hat und wofür sie im Übrigen gerügt wurde von der Bundestagsvizepräsidentin Frau Göring-Eckardt. Diese Kriegstreiberei, die uns umtreibt, die mich umtreibt, die wir mittlerweile in jedem Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen, von wirklich immer mehr Personen dieser Regierungspartei, aber vor allem auch von der CDU. Wenn ich Herrn Pistorius von der SPD höre, der die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegsreif machen möchte, die FDP spricht davon, eine Kriegswirtschaft mit Vorrang für Waffenproduktion in Deutschland zu errichten. Was heißt das eigentlich, Kriegswirtschaft? Das ist mittlerweile wichtiger als die Wertschöpfung des Mittelstandes, des Handwerks durch die Bürger. Der Gesundheitsminister will das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen. Herr Lauterbach sagt, ich zitiere, im Kriegsfall muss jeder Arzt wissen, was zu tun ist. Herr Lauterbach, es wäre schon schön, wenn jeder Arzt weiß, was jetzt zu tun ist, wenn ein Patient käme und kommt und nicht erst im Kriegsfall. Das gleiche ideologische, was Frau Stark-Watzinger, die Kriegspropagandistin in unseren Schulen und Kindergärten fordert, dass man Kriegspropaganda in die Schulen tragen müsse. Frau Baerbock von den Grünen möchte Taurus Waffenlieferungen an die Ukraine richten und schicken, die noch weitreichender in das Gebiet Russlands hineinreichen. Der Parteifreund Robert Habeck möchte diese Kriegsrhetorik mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland weiter fortsetzen. Jetzt will er auch noch, zitiere, dass der Krieg in einen Landkrieg, dass Deutschland sich in einen Landkrieg vorbereiten müsse. Das ist wirklich mittlerweile die übelste Kriegsrhetorik. Und da sagen wir als AfD, nein, das wollen wir nicht. Und ich sage ja auch, wenn man diese Kriegsrhetorik sieht, wo ihnen wirklich alles den Rücken runterläuft, was es noch auf dem Rücken gibt, der kalte Schweiß, angefangen von diesen Politikern, von Strack-Zimmermann, von Kiesewetter, wo man sich wirklich fragt, wie geschichtsvergessen muss man eigentlich sein. Und deshalb die Aufforderung an genau diese Personen, die das fordern, an die von der Leyen, an die Friedrich Merz, an die Kiesewetters und Strack-Zimmermann, schickt eure Kinder an die Ostfront. Wir schicken unsere Kinder nicht in den Krieg. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, und auch hier in Heilbronn gibt es mittlerweile in vielen Dingen Probleme, auch wenn es, wie es vielleicht Maximilian Krah gesagt hat, eine reiche Stadt sein mag. Aber auch hier ist der Reichtum endlich. Wenn die Wirtschaft, wenn der Mittelstand abwandert, wird auch Heilbronn nicht mehr die Mittel haben, um für seine Bürger die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die Schulen aufrechtzuerhalten, die Schwimmhallen und auch für seine älteren Bürger die Sozialleistungen aufrechtzuerhalten. Und deshalb muss es darum gehen, dass man zum Beispiel diesen Krieg so schnell wie möglich mit diplomatischen Mitteln beendet, dass wir uns dafür an die Front setzen, das zu beenden. Und mittlerweile sind es diejenigen, die für Frieden und Völkerverständigung eintreten, dass das diejenigen sind, die bekämpft werden. Das muss man sich im Jahr 2024 einfach mal vorstellen. Und wir sagen ganz klar als AfD, ja, wir verurteilen diesen Krieg von Russland gegen die Ukraine. Auch die humanitären Hilfen sind angebracht. Aber es kann nicht sein, dass wir die Ukraine als 17. Bundesland behandeln. Das wollen wir nicht, wenn man allein die Kosten sieht, die hier aufgebracht werden. Und genau diese Gelder, 6 Milliarden Euro Bürgergeld pro Jahr für 1 Million Ukrainer, die noch nie hier in dieses Sozialsystem eingezahlt haben, 22 Milliarden Euro Militärhilfen seit Kriegsbeginn, 19 Milliarden zusätzlich über EU-Hilfen, das sind alles Ausgaben, die der deutsche Staat, die Sie, die wir als Steuerzahler leisten müssen. Das Geld brauchen unsere Kinder, brauchen unsere Jugendlichen, brauchen unsere Alten. Das muss in Deutschland bleiben für die Steuerzahler in Deutschland.
Und wenn man sich anschaut, wir haben heute von Bildung gesprochen, die Bildungsmisere, wenn man von Fachkräften redet, die uns seit 2015 versprochen werden, wo sind sie seit 2015? 350.000 Menschen kommen pro Jahr hier nach Deutschland. Freiburg hat eine Stadt, eine Größe von 220.000 Einwohnern, damit man mal sieht, welche Größenordnung hierher kommen. Und wir sagen ganz klar, für diejenigen, die kein Bleiberecht haben, die hier den Asylantrag abgelehnt bekommen haben, dass es sofort zurückgehen muss, dass man sie ausweisen muss, das ist soziale Politik und das ist gerecht. Und damit man genau diese Gelder hat für die Jugendlichen, für die Kinder, wenn wir alleine sehen im Bildungssektor, 60.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. In der Altersgehorte der 20- bis 34-Jährigen 2,5 Millionen junge Deutsche, die keinen Berufsabschluss haben. 2,5 Millionen. Die sollen unsere Rente verdienen. Wie soll das funktionieren? Für die muss man sich einsetzen, fordern und fördern. Das ist unsere Maßgabe, für diese Leute auch Perspektiven zu bilden, damit eben nicht ein Großteil von denen bei den Grünen im Bundestag sitzt. Und das sind genau die Taugenichts im Bundestag. Die Parteivorsitzende sind der Grünen. Nichts gelernt, kein Abschluss. Die Ihnen, die euch, den Handwerksmeister, die dem Mittelständler, dem Lehrer, dem Polizisten, dem Angestellten erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, wie sie heizen sollen, was sie essen sollen, welches Auto sie fahren. Das ist das Unverschämte. Von solchen Leuten lassen wir uns nichts sagen, liebe Freunde. Und das ist genau der Grund, warum sicherlich auch im Osten Deutschlands, wo ich herkomme, die Bevölkerung etwas anders tickt, weil wir gerade was Demokratie angeht schon vieles gelernt haben und wo wir viele Déjà-vus jeden Tag erleben. Und gerade Sachsen, ja, gerade Sachsen, das Land der schwer Erziehbaren. Ja, und auch ein Stück weit der Verhaltensauffälligen. Und genau das ist das Problem der Regierung. Wir haben es jetzt aktuell wieder erlebt im Stadtrat Dresden, wo die Bezahlkarte eingeführt wird auf Antrag der AfD und die CDU hat zugestimmt. Und ein Riesenskandal, Friedrich Merz muss sofort nach Dresden reisen und muss dort die CDU zurechtrücken. Lieber Friedrich Merz, es ist sinnlos. Wir wissen ganz genau, wenn Befehle aus Berlin kommen, wie wir damit umzugehen haben. Wir werden sie ignorieren. Und nicht nur das Ignorieren gehört dazu. Wir stimmen im Bundestag, im Landtag, aber auch in Kommunalparlamenten Anträgen, die zum Wohle der Bevölkerung sind, die im Interesse der Bevölkerung sind, stimmen wir grundsätzlich zu. Mit uns gibt es keine Brandmauern, weil Brandmauern braucht dieses Land nicht. Wir haben 40 Jahre Mauern gehabt in Deutschland. Wir wollen keine Mauern mehr. Und deshalb, liebe Freunde, auch ich komme zum Ende, weil wir noch einen Redner haben, der uns aus Thüringen vieles mitbringt, kann ich euch nur empfehlen, und das ist, denke ich, das, was ihr euch heute alle mitnehmen könnt, lasst euch nicht den Mund verbieten, redet, wie ihr wollt, auch wenn hochbezahlte Nieten meinen, dass ihr das nicht sollt. Vielen lieben Dank, liebe Freunde, alles Gute, danke sehr. Ja, auch dir, Tino, vielen Dank für diese tolle Rede heute Abend. Und zum krönenden Abschluss des Abends darf ich nun den Bundestagsabgeordneten, er kommt schon, Herr Stefan Brandner, begrüßen.
Und wie es Tino schon anklingen gelassen hat, bei uns in der AfD haben die Leute alle mal einen ordentlichen Beruf gelernt. So auch Herr Brandner, er war beruflich, bis er in den Bundestag ist, Rechtsanwalt. Und seit 2017 im Bundestag. Dort ist er in den Ausschüssen für Recht und Verbraucherschutz, was natürlich als Rechtsanwalt auch naheliegend ist, sowie im Vermittlungsausschuss und Ältestenrat tätig. Bei der Bundestagswahl 2021 holte auch Herr Brandner mit 29% der Stimmen das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Thüringen. Herzlich willkommen, Stefan. So, die Getränke werden eben serviert. Ist die Gruppe noch so klein? Einer muss der Letzte sein. Ist ja jetzt bei der Rede hier auch so. Die Schwerkraft spielt nicht so ganz mit, aber wir kriegen das hin. So, jetzt wäre die Frage, wenn man so als letzter Redner da ist, fasst man nochmal irgendwie alles zusammen oder... Das ist mir zu gefährlich. Ich habe auch so ein bisschen Ischias. Ah! Und da war das nicht förderlich, dass ich heute mit einem tiefer gelegten Opel Corsa auf der Rückbank sitzend von Gera nach hier gefahren bin. Also habe ich noch ein bisschen Ischias mehr. Also diese Mitleidsgeschichte wollte ich eigentlich erst am Ende erzählen. Ich wollte eigentlich auch noch fragen, wenn hier ein Orthopäde im Saal ist, dann reden wir gleich nochmal miteinander, ob er morgen früh vielleicht mal so ein Stündchen Zeit für mich hat. Meine Damen und Herren. Der liebe Gott, die Wetterabteilung des lieben Gottes, glaube ich, ist kein Antifant, oder? Das haben wir heute draußen festgestellt. Im Gegensatz zum Bodenpersonal Gottes, das mich dazu verleitet hat, im letzten November aus der katholischen Kirche auszutreten, ist es beim lieben Gott anders. Wir haben es draußen gesehen. Und die Melange, der Tino hat es angesprochen, die Melange aus Omas gegen Rechts und letzter Generation, oh, die befruchten sich offenbar politisch gegenseitig. Diese Melange hat heute ein bisschen unter dem Wettergott gelitten. Aber wir wissen, normalerweise ist der Himmel schön blau, da freut man sich darüber. Wir haben jetzt erfahren, die Schlümpfe, ja, wir haben also Schlumpf bekommen. Die Schlümpfe sind schön blau und heute hier zum Auftakt haben wir mitbekommen, Parship ist offenbar auch bald blau. Ne, wir haben das Hochzeitspaar heute erlebt und das war nicht das erste. Ich war bei den Fotos vorhin da hinten, da haben sich schon zwei, das ist schon eine Stunde her oder anderthalb, da haben sich schon zwei kennengelernt, haben schon ihre Handys ausgetauscht zum Foto machen und so. Ich glaube, da geht was. Die demografische Katastrophe wird heute Abend im Gefolge dieser Veranstaltung wahrscheinlich, zumindest in Heilbronn, beendet. Da bin ich überzeugt davon. Harmonie, ich bin zum zweiten Mal hier. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Damals war ich auch eingeladen, diesmal glaube ich nicht vom Kreisverband, wofür ich mich auch heute herzlich bedanke. Damals hatte Franziska Gminder, die ich hier vorne in der ersten Reihe herzlich begrüße, liebe Franziska. Hallo. Ich darf Sissi sagen, das war immer eine der größten Auszeichnungen, die ich in meiner politischen Karriere bisher hatte, dass als Franziska Gminder sagte, Stefan, du darfst Sissi zu mir sagen. Ach, da wurde mir richtig warm ums Herz. Und dann hat Franziska Gminder vor einigen Jahren, ist es glaube ich schon her, mich mal hier nach Heilbronn in die Harmonie eingeladen. Und wir haben hier mit Willi Wimmer und Imad Karim, ich glaube sogar auf diesem Sofa, hier diskutiert. Das war sehr schön in Heilbronn. Was mich dann im Nachgang so ein bisschen beschäftigt hat, war, ich wurde nie mehr wieder nach Heilbronn eingeladen, bis heute. Und mich hat auch niemand mehr zur Außenpolitik befragt, auch bis heute. Also das war eine Veranstaltung, die wahrscheinlich in vielen Köpfen hängen geblieben ist. Gleichwohl bin ich natürlich auch gerne in Heilbronn. Mal gucken, wie lange Heilbronn noch Heilbronn heißen darf. Und da habe ich... vollstes Verständnis für Maximilian Krah, dass er sich schon so ein bisschen davon distanzieren wollte, von Heilbronn, und dachte, Heidelberg ist da so ein bisschen unverfänglicher. Also da hat der Krampf gegen rechts, hat er schon voll zugeschlagen, auch bei Max in Brüssel.
Bombenstimmung hier. 1.000, 4.000, 500 Leute im Saal. Ich habe mal gerade geschaut, im Netz sind uns auch noch Tausende zugeschaltet und an einem Samstagabend, der jetzt auch nicht gerade zum Rausgehen einlädt. Also in Zeiten, wo die Grünen, sage ich mal, ihre Parteiveranstaltungen, manche sagen, in einer Telefonzelle absolvieren können. Ich sage immer, nee, eine Gummizelle ist da viel besser für die Grünen, wenn die ihre Parteiveranstaltungen abhalten wollen. In so einer Zeit ist es schön, vor euch zu stehen. Der Max hat es gut ausgedrückt, also entspannte Gesichter hier, nicht so verhärmte Gestalten wie im Deutschen Bundestag, wenn man da bei den Grünen reinguckt. Und auch nicht so verhärmte Gesichter, wie man sie bei der Leipziger Buchmesse sehen konnte. Oder ich dachte, das wäre irgendwie live aus Pyongyang in Nordkorea. Diese Bilder, die uns da Claudia Roth in der ersten Reihe, also die sich da von einem Antisemitismus-Skandal zum anderen hangelt, aber immer wieder in der ersten Reihe sitzt. Und dann saßen alle da mit so mehr oder weniger selbst gebastelten Schildchen. Und was stand da drauf? Demokratische Wahlen jetzt. Stand gestern in Leipzig auf den Plakaten. Da dachte ich, welche Wahlen waren denn gestern? Also da waren gar keine Wahlen, das lässt man sich so einfallen. Demokratische Wahlen jetzt, genauso wie nie wieder ist jetzt. Das wird seit vielen Wochen und Monaten erzählt, aber ich sage mir, wenn nie wieder jetzt vor 3 Wochen schon war, wann ist denn, also wo ist denn da die Logik, dass nie wieder jetzt auch schon wieder ist? Also das muss man auch mal, kognitive Dissonanzen spielen da öfter mal, glaube ich, auch eine Rolle. Bei uns nicht, bei den anderen schon. Ernst Reuter, wer kennt ihn noch? Ernst Reuter sagte doch mal in Berlin, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. So, sinngemäß. Ich sag, Völker der Welt, schaut auf diesen Staat. Schaut mal genau hin, was in Deutschland, im Deutschland im Jahre 2024 los ist. Und da könnte man natürlich jetzt stundenlang drüber fabulieren und erzählen. Fangen wir einfach mal an mit dem Thema gestern, Cannabisgesetz. Eine der zentralen politischen Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten dieser Ampelregierung. Es gibt nichts Wichtigeres, das ist das zentrale Thema, als Drogen in Deutschland mehr zu legalisieren, Kiffen weiter populär zu machen und damit genau das Gegenteil wahrscheinlich zu erreichen von dem, was sie wollen. Da schaut man sich mal an, wer hat das in die Spur gesetzt? Lauterbach, Karl Lauterbach. Es gibt so im Bereich der Jura, der Jurisprudenz, gibt es immer die Besorgnis der Befangenheit. Wenn man als Richter oder als Beamter über Sachen entscheidet, die einen möglicherweise selber betreffen. Also aus meiner Sicht könnte es durchaus sein, dass es da nicht um eine Legalisierung nur von Cannabis geht, sondern auch um eine Legalisierung des Lebenswandels von Karl Lauterbach. Das könnte durchaus eine Rolle gespielt haben bei diesem zentralen Thema. Auch wenn man sich Habeck anschaut, ob der sich ausschließlich von Hafermilch ernährt, kann ich mir auch nicht so ohne weiteres vorstellen. Und die CDU läuft jetzt durch die Lande und sagt, dieses Cannabisgesetz, das reißt uns alle in den Abgrund. Wir müssen dagegen sein. Der Bundespräsident darf das nicht unterschreiben. Gut, Bundespräsident, weiß ich jetzt nicht, was der auf seiner Wiese vorm Schloss Bellevue anbaut. Er darf das nicht unterschreiben. So läuft die CDU durch die Gegend. Wenn man sich mal aber anschaut, wie die CDU in dieser Woche im Bundesrat abgestimmt hat, und das muss man wissen, kein einziges CDU-regiertes Bundesland hat im Bundesrat gegen dieses Gesetz gestimmt oder für die Vermittlung des für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Kein einziges. Der einzige, der so ein bisschen Widerstand gezeigt hat, war Kretschmer aus Sachsen, also der Gott sei Dank von Tino verhinderte Bundestagsabgeordnete, der dann leider in Sachsen Ministerpräsident wurde, aber wahrscheinlich nicht mehr lange ist. Der hat es noch hinbekommen, seine sächsischen Stimmen ungültig zu machen, aber kein CDU-Land hat sich dagegen ausgesprochen. Das ist Heuchelei pur in Deutschland, dass die CDU rechts versucht zu blinken, hinterher so tut, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist in vielen Bereichen so. Eine Sache am Rande vielleicht noch, ich habe es heute gelesen, was sehr interessant ist, Dresden, die Abstimmung über die Bezahlkarten, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, die Brandmauer ist gefallen angeblich, das hatte in Wirklichkeit viel einfachere Gründe, wenn man News glauben kann, was ich heute im Netz gelesen habe, ist die Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit durch den Dresdner Stadtrat gegangen. Es fehlte also einer auf der anderen Seite, um den Antrag der Bezahlkarte zu verhindern und derjenige kam von irgendeiner linken Partei und wo war der bei der Abstimmung? Der war kiffen. Der hatte eine Kifferpause eingelegt.
Es ist also nicht alles schlecht. Wo viel Licht ist, da ist auch ein bisschen Schatten und umgekehrt. Also dank der Kifferpause eines Parteiangehörigen, die Partei, glaube ich, gibt es jetzt in Dresden bald diese Bezahlkarte. Die CDU und ihre Irrtümer. Das hören wir immer öfter, dass die CDU jetzt sagt, ja, wir müssen beispielsweise das Bürgergeld. Ne? Das ist ja, taucht ja überhaupt nichts. Wir haben Lohnabstandsgebot, brauchen wir noch. Und dann gucken wir mal hin, die CDU hat dem Bürgergeld zugestimmt im Deutschen Bundestag. Und danach läuft sie los, wir waren dagegen, danach läuft sie los und behauptet genau das Gegenteil. Energiepolitik. Ja, da haben wir uns vertan mit dem Kernenergieausstieg. Da ist jetzt zwar Deutschland ruiniert, aber wir gehen einen anderen Weg. Verteidigungspolitik, Wehrpflicht. Ja, da haben wir uns vertan mit der Bundeswehr, das funktioniert nicht mehr. Wir bitten um Entschuldigung. Einwanderungspolitik. Ja, von wegen, wir schaffen das, Merkel hat sich da vertan, da machen wir mal, hängen wir ihr so ein paar Orden um, stellen die irgendwo in so ein Abstellzimmer und sagen dann, wir haben uns vertan und machen jetzt aber richtig bürgerliche Politik, konservative, vernünftige Politik im Deutschen Bundestag. Das ist so durchschaubar, bei den Linksextremismus genauso, das Thema wurde verpennt von der CDU. Ramelow wird seit 4 Jahren im Amt gehalten von der CDU in Thüringen als Ministerpräsident, das muss man sich vorstellen, ein Linksextremist par excellence von einer linksextremistischen Partei sitzt in Thüringen in der Staatskanzlei, nur weil Angela Merkel ihn da wieder hat einsetzen lassen und nur weil die CDU in Thüringen ihn unterstützt. Geht es noch verlogener, liebe Freunde, als diese CDU, dieser Misthaufen der deutschen Politik? Und es wird genauso kommen. In der Zukunft wird man sagen, ja, Entschuldigung, bei Cannabis, bei Bubatz haben wir uns auch vertan. Entschuldigung, das wollten wir nicht. Mit dem Ukraine-Krieg, ja, da haben wir uns auch vertan im Nachhinein. Aber wir bitten um Entschuldigung und die Verantwortlichen werden weggelobt. Das heißt für mich, und es wird ja immer gesagt, liebe Freunde von der AfD, so werden wir angesprochen, wo sind denn eure Lösungen von den ganzen Problemen, die es in Deutschland so gibt? Ich sagte immer, es würde viel, viel weniger Probleme geben, wenn wir einfach regieren würden. Wir brauchen also nicht mehr Lösungsmöglichkeiten für Probleme, sondern wir brauchen einfach weniger Politiker, die Probleme verursachen. Das wäre schon ein Weg in die richtige Richtung. Potsdamer Treffen. Potsdamer Treffen, Alice Weidel hat es angesprochen, einen Medien- und Geheimdienstskandal, wie praktisch das Korrektiv aus dem Bundeskanzleramt gefördert wird finanziell, wie praktisch, dass an der Nebentür im Bundeskanzleramt derjenige zuständig ist für die Koordinierung der deutschen Geheimdienste, wie praktisch, dass die vielleicht eine Tür, eine Verbindungstür zwischen ihren Büros haben und dann kann man solch einen Popanz mit erstunkenen und erlogenen Aussagen, ich zitiere Alice Weidel sehr gerne, aufblasen und die Menschen hysterisieren und auf die Straßen treiben. Wie kommen so viele Menschen auf die Straßen? Eine These, die beim Aschermittwoch von mir, glaube ich, schon vertreten wurde, ist, es hat mit der Corona-Impfung zu tun. Denkt man sich, mit der Corona-Impfung? Ja, also es konnte mir bisher keiner widerlegen, dass da möglicherweise 3 oder 4 Chips tatsächlich drin waren. Der erste Corona-Impfungschip war Corona-Hysterie, der zweite Chip war Kampf gegen den Klimawandel, der dritte ist jetzt Kampf gegen rechts, also die haben immer nur eine gewisse Verweildauer, diese Chips offenbar. Ich bin gespannt, was als 4., vielleicht 5. oder 6. Chip da noch in den Impfungen drin war und lass mich gerne überraschen in der Zukunft, welche Massenhysterien da auf den Straßen ausgetragen werden. Klima gegen rechts, ich habe es ausgeführt, 2 Lieblingsworte habe ich noch. Eins davon heißt Konfabulation. Hat das schon mal jemand gehört? Das ist, wenn jemand, ein krankheitsmedizinisches Bild, wenn jemand frei erfundene, objektiv falsche Äußerungen ohne Bezug zur Realität, die der Betroffene trotzdem für wahr hält. Das ist Konfabulation. Also wir haben in Berlin, in der Regierung, haben wir eine Konfabulationskoalition, die einfach sehenden Auges durch die Bank, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, frei erfunden, objektiv falsche Dinge in Deutschland intronisieren. Dazu gehört dann auch dieser Krampf gegen rechts. Man will sich inhaltlich nicht wieder auseinandersetzen. Man hat 18 Geheimdienste auf uns angesetzt. 18 Geheimdienste. Ein Bundesamt für sogenannten Verfassungsschutz. 16 Landesämter für sogenannten Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst. Nun, das sind nur die inländischen Geheimdienste, die sich mit uns beschäftigen und versuchen, uns zu zersetzen und uns diskreditieren. Gegen uns eingesetzt werden 17 Innenministerien mit insgesamt tausenden Mitarbeitern, mit Milliarden Etats, die sie im Kampf gegen rechts investieren oder ausgeben können. Und trotzdem sind wir so weit, dass wir Säle füllen, dass wir bei 20, 25, 30, 35% in den Ländern stehen. Vor dem Hintergrund habe ich gar keine
keine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass im Kampf gegen rechts noch ein bisschen aufgestockt wird. Jede Milliarde im Kampf gegen rechts bringt uns 10% nach vorne. Vor diesem Hintergrund, lasst die anderen machen. Es wird sich Qualität am Ende durchsetzen. Und es ist auch erforderlich. Wir waren mal ein Land der Dichter und Denker. Dann waren wir eine Zeit lang das Land der Kuscher und Pfuscher. Das war sozusagen die Phase der Corona-Hysterie, der Corona-Maßnahmen. Inzwischen sind wir ein Land der Eskens, der Langs, der Spitzel und der Denunzianten. Und wer möchte von einem Land Gutes erwarten, das maßgeblich von Typen wie Esken oder Lang oder Kühnert oder Baerbock oder solchen Typen geführt wird? Gar nichts. Also man bestimmt sich natürlich immer auch dadurch, was an der Spitze eines Landes los ist. Damit ist es ja nicht damit getan, dass dann Typen wie Kühnert oder Lang nicht nur keine Ausbildung haben. Ich habe übrigens zwei, Industriekaufmann und Rechtsanwalt. Das heißt, ich würde schon die gesamte Grünen-Fraktion aushebeln mit meinen Berufsabschlüssen. Das Perfide ist ja, dass die dann immer so als Studenten auch noch auftauchen. In diesem Kirchners Volkshandbuch, wenn man das liest, dann hat man, was Helge Lind zum Beispiel alles studiert hat. Das glaubt man gar nicht. Also das ist im Kleinstdruck im Kirchner nachzulesen. Und bei Lang und bei Kühnert ist es ähnlich. Die haben sich teilweise reingeklagt in Studiengänge, blockieren dann da Studienplätze. Ja, Kühnert blockiert einen Studienplatz für Jura oder hat ihn zumindest blockiert. Ich glaube, Frau Lang, man soll da keine flachen Witze über Frau Lang machen, die blockiert wahrscheinlich mehr als einen Studienplatz. Nein, nein. Hallo. Weil sie mehrere Studiengänge belegt hat. Sie hat mehrere Studiengänge belegt, deshalb blockiert sie mehr als einen Studienplatz. Und dann haben wir natürlich die Qualifikationsmerkmale. Wir haben einen Kindergärtner als Landwirtschaftsminister, ist das nicht toll? Wir haben eine Antifaschistin im Bundesinnenministerium, Spitzname Fregatte Hessen, habe ich mir sagen lassen, von Dieter Nuhr. Fregatte Hessen, das ist diejenige Dame, die in Deutschland wieder populär gemacht hat, politische Botschaften über Armbinden zu transportieren. Wir erinnern uns alle an die Fußball-Weltmeisterschaft vor einigen Jahren. Gott sei Dank war die Tradition in Deutschland ausgestorben. Frau Faeser ist dazu zurückgekehrt. Da haben wir Boris Pistorius, ja? Tino, danke für diese Wortschöpfung. Boris Pistorius hat Eingang gefunden, auch in die Wortwahl im Deutschen Bundestag. Da habe ich heute gelesen, warum heißt der Boris? Er orientiert sich am die Eltern waren so Fans vom russischen Schriftsteller Boris Pasternak. Also wenn das der militärische Abschirmdienst mitbekommt, dann wundere ich mich. Außerdem hatte Boris Pistorius auch noch im Abitur Russisch. Also, da hört der Spaß aber nur wirklich auf, Leute, oder? Also ich denke mal, wenn der MAD mal wieder Zeit findet, wenn er sich zwischen Abhörskandalen und dem Krampf gegen rechts noch mal ein bisschen verselbstständigen will, soll er mal auf Boris Pistorius achten, was sich da im Bundesverteidigungsministerium rumtreibt. Robert Habeck wurde schon erwähnt, immer für Witze gut. Robert Habeck hat sich gefreut, die Klimaziele in Deutschland wurden erfüllt. Juhu! Weil wir eine Wirtschaftskrise haben. Das heißt, das CO2 ist nicht weg, sondern nur woanders, das kennen wir ja. Aber dummerweise sind die Arbeitsplätze auch woanders, sozusagen dem CO2 gefolgt. Alles heiße Luft, außer bei uns. Da ist natürlich keine heiße Luft. Die CDU hat Abkehr genommen von der deutschen Leitkultur. Max, du hast doch angekündigt, das in deinen Reden immer zu erwähnen, was die CDU jetzt macht. Sie möchte keine politische Leitkultur, keine deutsche Leitkultur mehr vermitteln, sondern beschränkt sich jetzt auf ein kulturelles Minimum. Das ist der Anspruch der CDU. Wir wollen ein kulturelles Minimum in Deutschland. Liebe CDU, ihr seid ein politisches Minimum in Deutschland, rufe ich von hier aus gerne zu. Die wahre, konservative, bürgerliche, patriotische Zukunftspartei sind wir als Alternative für Deutschland. Ihr dreht euch von der CDU wie ein Fähnchen im Winde, aber wir sind, wie Bernd Baumann gesagt hat, wir sind der Wind. Und wir geben die Richtung vor für Freiheit, für Demokratie, für Grundrechte, für Gewaltenteilung, für gute Politik, für Deutschland. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, ich möchte ein paar Worte zum Thema Frieden in der Welt und ganz besonders zum Frieden zwischen Ukraine und Russland sagen. Tino hat zu dem Thema Kriegstreiber schon sehr viel gesagt. Ich frage Sie, wer denkt an die Opfer in der Ukraine, aber auch in Russland? Wer setzt sich für Friedensverhandlungen ein? Und viel interessanter ist, warum niemand? Weil man mit Krieg, insbesondere in der Rüstungsindustrie in den USA, so gut Geld verdient? Weil man mit Krieg die deutsche Bevölkerung vom wirtschaftlichen Verlust und der Geldentwertung ablenken kann? Am Wochenende feiern die meisten von uns Ostern. Zeit der Ostermärsche für Frieden. Zeit darüber nachzudenken, wie wir uns für Frieden einsetzen können. Selbst der Papst, der sich für Frieden in der Ukraine eingesetzt hat, wird deswegen angegriffen. Ich bin stolz, Mitglied der Alternative für Deutschland zu sein, der Partei, die in der Friedenshetzer zu sein, denn wir werden als Friedenshetzer bezeichnet, diejenigen, die für Frieden sich einsetzen und nicht für Krieg. Ich möchte Danke sagen, ganz herzlichen Dank an die vielen Helfer, nicht nur des Vorstandes, sondern auch von unseren Mitgliedern, denn ohne die Unterstützung aller wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir danken dem BKA, der Polizei, der Feuerwehr, die für unseren Schutz gesorgt hat. Ebenso herzlichen Dank an die Heilbronner Marketing GmbH. Meine Damen und Herren, wir haben sehr viele interessante Reden gehört und es wurden ganz, ganz viele Themen angesprochen. Dafür gebührt Alice Weidel, Maximilian Krah, Stefan Brandner und last but not least unser Tino Kopalla unseren herzlichsten Dank. Ich möchte euch noch mal ganz herzlich auf die Bühne bitten.